Isabella, ich hätte wissen müssen, dass ihr mich hier findet. Sagt euren Männern, sie sollen nächstes Mal die Briefe verbrennen. Es hat Castillon das Herz gebrochen, als er von dem Schiffbruch gehört hat. Ihr solltet ihn wissen lassen, dass ihr noch am Leben seid. Das muss ich wohl vergessen haben. Wo ist die Reliquie? Ich habe sie verloren. Castillon wird wohl oder übel auf sie verzichten müssen. Ihr habt sie verloren? Genau wie ihr ein ganzes Schiff voller wertvoller Fracht verloren habt? Sie waren keine Frachthäler, sondern verzweifelte Leute. Diese Sklaven waren 100 Sovereigns pro Stück wert. Und ihr habt sie in die Wildnis entkommen lassen. Und jetzt ist auch noch die Reliquie verschwunden. Castillon wird nicht glücklich sein, das zu hören, das verspreche ich euch. Könnte mir bitte jemand erklären, was hier vor sich geht? Isabella war ein ausgesprochen böses Mädchen. Sie hat ein perfektes Geschäft platzen lassen und ist dann geflohen. Hat sie euch das etwa nicht erzählt? Ich habe ihr genug erzählt. Ich sagte, ich hätte ein Duell arrangiert und das habe ich auch. Ich sagte außerdem, ihr würdet nicht fair spielen und das habt ihr auch nicht. Wir können uns später unterhalten, wenn ihr möchtet. Im Moment haben wir aber andere Probleme. Ihr müsst Castillon ja nicht von Isabella erzählen. Wenn ich ihn hintergehe, wird er mich töten lassen. Und mein Leben ist mehr wert als ihres. Es gibt nur einen Weg, die Sache zu klären. Da kommt die nächste! Im Gespräch klären. Vertraut mir, es ist besser so. Von Helder wird Castillon zwar nichts über mich erfahren, aber irgendwann wird er mich doch finden. Ich muss ihm einfach nur die Reliquie beschaffen. Ganz einfach. Was ist so interessant an dieser Reliquie? Ich weiß wirklich nicht, was sie ist, außer dass sie uralt und mein Gewicht in Gold wert ist. Castillon hat mich auf die Suche danach geschickt, um ihn für die Befreiung der Sklaven zu entschädigen. Um ehrlich zu sein, glaube ich, er will mich einfach nur tot sehen. Aber damit käme ich ihm zu leicht davon. Wer ist dieser Castillon? Er ist ein mächtiger Händler aus Antiva. Ich glaube, er hat Verbindung zur Felicissima Armada. Ich habe früher für ihn gearbeitet. Die Aufträge drehten sich meistens um den Schmuggel von Lyrium, Juwelen und gelegentlich auch kriminellen Elementen. Er hat gut bezahlt. Seid ihr in Kirkwall gelandet, weil euer Schiff zerstört wurde? Es gab einen Sturm. Das Schiff ist nahe der Stadt auf ein Riff gelaufen. Ich habe es bis ans Ufer geschafft. Die meisten Männer hatten allerdings nicht so viel Glück. Die armen Kerle. Ich kannte die meisten von ihnen schon annähernd 10 Jahre. Ach, zum Teufel damit. Was ist das für eine Geschichte, dass ihr Sklaven befreit habt? Ich sollte Castillons Frachtschiff eskortieren. Irgendwann habe ich dann aber ein ungutes Gefühl wegen dieses Auftrags bekommen. Ich bin an Bord des Schiffes gegangen und habe dort Sklaven vorgefunden. Es waren annähernd 200. Elfen, Menschen, sogar Kinder. Es hat mich krank gemacht.
Sie hatten Castillon bezahlt, damit er sie vor der Verderbnis in Sicherheit bringt. Er hat ihr Geld genommen und sie dann in die Sklaverei verkauft. Sogar ich weiß, dass das falsch ist. Hättet ihr wohl nicht erwartet, Gardist, denn was? Wenn euch die Reliquie Castillon vom Hals schafft, helfe ich euch, sie zu beschaffen. Ich weiß noch immer nicht, wo sie sich befindet. Aber wenn ich etwas höre, seid ihr die Erste, die davon erfährt. Wie auch immer, danke für eure Hilfe mit Hilda. Ich glaube, ich werde eine Weile bei euch bleiben. Vielleicht kann ich ja irgendetwas für euch tun. Ich habe ein Zimmer im Gehängten Mann, falls ihr euch später ein wenig Gesellschaft wünscht. Ihr wollt also etwas über den Champion wissen. Wieso denkt ihr, ich kenne die Wahrheit? Lügt mich nicht an! Ihr kanntet ihn, bevor er zum Champion wurde. Eure kostbare Kirche liegt in Trümmern und hat die Welt an den Rand eines Krieges gebracht. Und ihr braucht die einzige Person, die das wieder in Ordnung bringen kann.